Kinners und willkommen zurück hier im Mega-Schweine-Projekt auf der nordfriesischen Marsch. Ja, und ihr braucht keine Angst haben, ihr habt nichts verpasst. Ich habe lediglich gestern noch das Fass einmal zurückgebracht und mir den Abschiebewagen geschnappt, weil wir hier jetzt beim Eierhof einmal Mist einsammeln wollen. Dann müssen wir gleich mal gucken, wo der denn ist hier. Zumindest den einen Haufen haben wir hier. Und dann gucken wir mal, wie viel wir da zusammenbekommen. Der geht dann auch gleich wieder in die Düngerproduktion am Hof. So, hier haben wir 21.000 und wie sieht es denn dann hier aus? Müsste hier sein, genau. Und auch hier einmal voll machen, bitte. Beziehungsweise leer machen, so viel rein wie eben reingeht. Gut, wir sind oder wir haben hier alles leer gemacht. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Ja, da stehen schon die ersten Eierpaletten. Dann gucken wir, hier ist auch noch schon einiges produziert, sehr gut. Aber wir müssen jetzt halt erstmal wieder zurück zum Hof und dann fahren wir hoch zum Sägewerk Numero Dos, also zu dem neueren. Müssen da mal ein bisschen die Hackschnitzel einlagern. Hatten wir ja gesagt, dass wir das machen wollen, damit das Sägewerk dann nicht gleich wieder voll läuft mit dem ganzen Zeugs. Dann können wir auch mal bei der Holzscheitfabrik abtanken und beim Palettenwerk ist, glaube ich, auch eine Hackschnitzelproduktion. Da machen wir das alles mal leer und bunkern das eben einfach mal zwischen. Tja, und der Fendt ist nach wie vor kräftig am Pflügen hier auf unserem Feld Nummer 2. Wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht, ich hoffe, dass wir es schaffen, morgen mit der Ernte auf den beiden anderen Feldern anzufangen. Das muss auch unbedingt getan werden. Ja, man sieht, die Arbeit geht wirklich und wahrhaftig niemals aus hier. Wir sind ja hier nur am Rödeln und von A nach B nach C nach D fahren und hin und her und da machen. Und ich mag noch gar nicht dran denken, wie das wird, wenn wir dann mal die nächsten Felder uns gekauft haben. Dann wird das ja noch mehr werden. So, Düngerfabrikation haben wir gesagt. Geht das hin? Da machen wir schon mal in die Außenansicht. Ich weiß gar nicht, wie viel da reingeht. Wir kippen auf jeden Fall mal ab. Wir kriegen ihn leer. Gut. So, dann geht das gleich weiter Richtung Sägewerk Nummer 2. Gut, wir hätten ja rein theoretisch das Einlagern auch mit dem MB-Truck und dem kleinen Hängerchen machen können, aber da fährst du dich ja zu Tode. Dann fahre ich lieber einmal schnell mit der großen Kiste hier hoch und machen das dann ruckzuck hier mit den 45.000 Litern, die wir hier reinbekommen.
ist das doch alles ein klein wenig angenehmer. Im Grunde müssten wir das, was wir mit dem hier mit einer Tour können, müssten wir mit dem kleinen Anhänger mit vier Touren machen. Und nö, nö. Upsa, das war eng. Da machen wir das dann doch lieber so. Und ich muss mal gucken, wie es denn... Gut, wir haben auch noch Stroh im Lager. Das heißt, das können wir auch mal noch zur Komposterei bringen. Ja, müssen wir uns gucken, dass wir das auch noch vielleicht heute schaffen. Und dann geht das eben wirklich los mit der Ernte in der nächsten Folge. Da werde ich aber wieder auch den MB-Truck mit zur Hilfe nehmen. Der kann dann den Abfahrer machen, während wir uns mit dem Deutz hier um das Stroh kümmern. Heizen wir hier einmal durch. Stimmt, ich darf nicht vergessen, ich muss auch mal noch mal hier einen neuen Curseplay-Kurs machen. Das hatten wir ja gesehen, dass wir hier wegen diesen Bienenhäuschen nicht dahin kommen. Das steht direkt auf unserem Curseplay-Pfad. Und das ist na klar nicht so gut. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Da einmal. Ja, 12.000, immerhin, immerhin. So, hier müssen wir einmal rückwärts ran. Ja, der Haufen scheint ein bisschen größer zu sein. Habe ich den noch nicht auf automatisch gestellt. Das muss aber... Ja, so hört sich das gut an. So, ich mache noch brauchen was. Ach, nee, schon mal weg, weil ich gleich wieder mal ein Bildchen machen möchte. So, gucken wir mal. Wir sind voll. Und dann haben wir hier dieses schöne Hackschnitzellager. Bildchen ist fertig. Der ist leer. Dann geht das gleich weiter. Kommen wir hier durch? Ja, passt. Na, dann gucken wir erst noch mal hier bei der Palettenproduktion, ob wir da noch ein bisschen was rausbekommen. Wir wollen ja alles leer machen, haben wir gesagt. So. Einmal hier um die Ecke. Jetzt geht's beim Sägewerk weiter. Da steht der na klar jetzt sehr, sehr gut da. So, komm. Einmal Rückwärtsgang reinschmeißen. Platz da. Hier war ja einiges, was wir wegfahren mussten noch. Dann muss ich gucken, die Holzkohlefabrik produziert nicht mehr.
Das ist aber auch nicht gut. Da gucken wir mal schnell rüber. Die Wasser sind da, Paletten sind da. Was fehlt dir hier? Holzscheite fehlen. Und wie sieht es mit dem Platz aus? Da hatten wir es frei gemacht. Also gut, da müssen wir also noch für Holzscheite sorgen. Das können wir auch gleich noch in Angriff nehmen. Sofern hier ein Buffer da ist. Ja, steht hier. Gut, dann können wir das machen. So, wir brauchen Standard-Palettos. Ja, hier steht auch schon einiges rum. Boah. Das sieht wieder so aus hier. So, dann einmal die hier rüberbringen. Das kann ich die Wand, glaube ich, einfach irgendwo hier hin, ne? Yep. Aber wenn wir dann schon hier leer drin stehen, nehmen wir auch gleich noch mal zwei Paletten hier mit. Ne, komm. Und packen die hier einfach dazu. Und gleich nochmal Holzscheite. Damit da wieder gut weitergemacht werden kann. Ne, komm. Die wieder ab hier und wir laden da wieder auf. Na, hopp, hopp. Einmal, zweimal. So, schieben wir die mal ein bisschen weiter da rein. Und das soll das mit dem hier erstmal gewesen sein. Dann hetzen wir hier rüber und machen mit dem Hackschnitzel einlagern noch ein bisschen weiter. Wieder leer und dann gucken wir mal, ob wir oder wie viel wir noch bekommen hier. So, na komm. Gut, voll kriegen wir ihn nicht mehr. Hatte ich aber auch nicht anders erwartet. Das nochmal hier rausschmeißen und dann bringen wir mal noch ein paar Bretterpaletten weg. Ich weiß nicht, ich glaube zur Holzscheitfabrik können wir durchaus auch was bringen. Das machen wir noch mal ganz schnell.
So, einmal aufladen. 1, 2. Also gleich mal gucken, wie es denn da eigentlich mit den Füllständen so aussieht. Weil von hier sieht es auf jeden Fall aus, als wäre... Ja, der Monitor ist auf jeden Fall aus. Z, einmal abgeladen. So, dann gucken wir mal. Leerpaletten, Bretterpaletten haben wir gerade hingebracht. Gut, dann läuft das. Und dann würde ich sagen, bringen wir noch mal 2 Bretterpaletten schnell zur Palettenproduktion hier. Und dann haben wir hier auch wieder alles sehr gut versorgt erstmal und können uns dann anderen Sachen widmen, aber das dann auch erst in der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder relativ nahe an unserem Ende für heute angelangt. Ja, guck, hier ist auch nichts mehr. Gut, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Ja, und dann sage ich Tschüss, bis morgen.